Ich glaube, die Herausforderungen sind enorm. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, dass man die ganzen verschiedenen Vorstellungen der ganzen Genossenschaften unter einen Hut bringt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das Ohr an der Basis hat. Es sind viele Erfordernisse, die die Genossenschaften haben, und ich denke, dass die Erfordernissen in Rechnung getragen werden muss in Zukunft. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass unsere Genossenschaften weiterhin im Verband einen Ansprechpartner haben, weiterhin im Verband optimale Lösungen finden, weiterhin Hilfestellungen kriegen, und ich glaube, das ist die Herausforderung, das weiterhin so zu gewährleisten, wie das in der Vergangenheit war. Stichwort Bankenunion, Stichwort auch Reform der Genossenschaftsbanken. Werden Sie den Prozess Ihres Vorgängers hier fortführen? Ich denke, es wird sicher Kontinuität geben auf diesem Gebiet. Die Veränderungen im Bankensektor, weiß man noch nicht genau, wo die genau enden werden, aber ich glaube, es wird Veränderungen geben, und wir werden gemeinsam versuchen, für unsere Raiffeisenkassen das Beste daraus zu machen. Mit welchem persönlichen Gefühl starten Sie jetzt in die Obmannschaft? Ja, sicherlich mit einem Gefühl, dass es eine große Herausforderung ist. Mir ist bewusst, dass es nicht so ohne weiteres leicht sein wird, diesen Herausforderungen Rechnung zu tragen, zumal mein Vorgänger ja hervorragende Arbeit geleistet hat und auf diesem Gebiet ja sicherlich ein Vorbild für mich ist.